Hochleben. Hallo und herzlich willkommen bei Folge 69 in diesem Anno Let's Play. Und wir sind dieses Mal wieder, wie das letzte Mal und das vorletzte Mal, eigentlich auf Probleme beim Verbrauch. Und zwar haben wir hier ein Problem mit Kakao, beziehungsweise schlussendlich der Schokolade. Wir müssen unseren Schokoladeverbrauch somit überarbeiten. Schauen wir mal, wo die Schokolade produziert wird. Da haben wir eigentlich eine Insel hier, wo wir Schokolade produzieren. Das klappt mittlerweile gut. Wo ist dann das Problem? Das schaut jetzt mittlerweile aus, dass das eher ein Routenproblem ist. Schiff vom Stapel gelaufen. Dann ist das eigentlich genau die Route. Schauen wir mal, dass wir da vielleicht hier so Great Eastern ausstatten. Frachtschiff steht bereit. Kisten unter Deck. Haben wir da überhaupt so viele? So viele sollten wir bauen können. Und dann ist Schluss. Frachtschiff steht bereit. Ja, und da suchen wir natürlich die Dolores, um die Betriebskosten zu senken. Haben wir diese noch auf der Insel? Mehr Druck im Kessel. Neue Ziele? Neue Befehle?
unter Deck. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Frachtschiff steht bereit. Was war das Schiff? Nee, das ist nur die normale Dauer gewesen. Aber eigentlich sollte da kein so Stau entstehen. Jetzt haben wir da wieder 800. Theoretisch schaut es fast so aus, als ob wir dann noch Produktion hinzufügen könnten. Ich nehme mal das raus. Zucker, Zucker. Ist unter Deck. Der Streik wurde beendet. Ja, mit den Tageszeiten habe ich auch noch gar nicht gespielt. Schauen wir da noch weiter. Okay, der wart wirklich auf dem Rum. Der wird da Zucker hin und her transportieren. Frachtschiff steht bereit. Ethanol. Kran anhalten. Menschen lassen sie hochleben. Neue Befehle? Endlich sind wir im Besitz dieses Kuriosums.
Eine Dolores, bitte. Geben wir das Schiff auch nur dazu. Ja, wenn es echt nämlich kein Produktionsproblem ist, dann sollten wir das doch sehr schnell in den Griff kriegen. Dann haben wir da das Thema mit dem Cognac. Und da fehlt uns Kirschholz. Wo produzieren wir sonst Kirschholz? Hier. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ein Feuer ist ausgebrochen. Wurden zum Raub der Flammen. Sollte sich das erledigen. Wetter überall Kirschholz. Sollten wir da wahrscheinlich auch eine eigene Route machen?
Jetzt unter Deck! Halt! Sind unterwegs! Nicht den guten Cognac verschwenden. Die Menschen lassen sie hochleben. Fehlt's an Glühbirnen? Ach, jetzt fehlt's dann Sekt. Aber Cognac sollte irgendwann ankommen. Es ist nicht lang her, da hätte ich das selbst erledigt. Das kann man da sagen. Ist wohl klar geworden, was du zu tun hast. Aber das Problem, dass sie eigentlich Strom benötige und da nicht wirklich ein gutes Item habe. Das fällt eigentlich Glas. Da konnte man Feras reingeben. Da kommt man, da haben wir ein Faires drinnen. Oh, eine Inspektion. Das Kraftwerk ist doch ziemlich weit weg. Aber wir haben zwei weitere gebaut. Gas. Wir müssen da irgendwie wirklich uns was mit dem Glas einfallen lassen. Dann würde ich sagen,
schaut's mit Öl aus auf der Insel? Sollen wir echte Kraftwerk herstellen? Sieht es so knapp nicht aus. Aber jetzt hat es Strom. Er braucht schon das. Pendlerkai und was haben wir gelöscht? Zwei Fischer. So, liebe Leute. Was fehlt uns jetzt? Glas. Vielleicht bauen wir da ein Fenster weniger und ein Glas mehr. Das ist auch Blödsinn. Da kriegt es zumindest Strom. Sie haben an Einfluss gewonnen. Haben wir da nochmal Produktion Glas. Dann sollten wir, wenn wir noch eines bauen, sollte sich das ausgehen, oder?
Da könnte man Holz. Wir haben sicher so Holzruten. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Die wissen eh nicht, was tun mit dem ganzen Holz. Dann fahrt ihr dann auch da hier und klaut alles Holz aus. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Dann kann man nämlich da einmal ein bisschen das mit dem sowas auslichten. Dass man da nicht jeden Zentimeter irgendwie mit so Holz zeigt. Geschütze. Haben wir Überproduktion Geschütze? Die Dampfmaschinen produziert zusätzlich noch. Wie schaut es jetzt aus? Besser. Dann machen wir da auch Sektroute. Die gibt es sogar schon. Und damit sollte das besser funktionieren. Was ist da jetzt wieder falsch? Komplette Überproduktion an Talg. Schaut mir noch mit zwei Schweinchen aus. Schauen wir jetzt aus. Sekt ist Mangelware. Ansonsten funktioniert das schon besser. Wie schaut der Cognac aus? Glühbirne ist wieder ein Problem. K
Cognac wächst. Glühbirnenrote. Ich produziere Glühbirnen wo? Gibt es doch eine eigene Glühbirneninsel? Täuscht es. So war die Glühbirneninsel. Glühbirnen. Wie schaut das da aus? Wenn ich mehr Glas hätte. Wie schaut da hier oben das Glas aus? Und wenn die zwei halt zusammenhelfen, dann würde ich sagen, wenn wir da eh noch genügend Glühfäden haben und zweimal Glühfadenproduktion, dann können wir doch da ganz einfach zweimal. Glühbirnen produzieren. Ist das die erste Glühbirnenroute? So Überproduktion. Da haben wir auch Überproduktion. Das ist eigentlich Mist. Weil ich da glaube ich gar keine Glühbirnen mehr produziere.
Dann können wir jetzt wieder weiter ausbauen. Das ist ja schön. Und aus ist mein Baumaterial. Liebe Leute, das war's mit dieser Folge. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.